Das ist der aktuelle Casino-Wagen, gell? Ich weiß. Muss ich mal nachher noch am Rad drehen. So, jetzt machst du doch sowieso schon die ganze Zeit. Na, wenn Yvonne da ist, ja. Solange sie nicht wieder irgendwelche Eier macht für dich. Sie macht meine. Ja, manche. So. Gerührt oder geschüttelt? GTA Online. Ah, das muss gleichmäßig aussehen. Das hat nicht funktioniert. So. Ah, der Ring, der Kreis sieht gut aus. Der ist genau mittig fast. Boah, was war das denn? So. Strim läuft. Strim. Strim. Kevin ist einfach direkt in der Wüste gespawnt. Ja, ich bin da wohl gespawnt, wo ich letztes Mal war. Gut, Markus, wenn der Stream läuft, ich habe letztes Mal die Ansage gemacht, heute darfst du. Nee, mach du. Nein, mach du. Ist doch mal langweilig, immer die gleichen. Oh. Na gut, dann mach ich. Na gut. 3, 2, 1. Ja, und endlich sind wir wieder zurück. Unser Crew ist wieder am Start. Das ist wieder unser alltäglicher Sonntags. Aufnahme-Day und ich begrüße natürlich alle, auch die bei mir zu schauen in den Folgen und bei Markus natürlich im Stream und ja, keine Ahnung, bei den anderen vielleicht auch. Nee. Nein, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 und wir machen uns heute weiter, oder wir machen heute weiter mit dem Tuners-Update. Das war mal tatsächlich noch nicht so ganz durch, also heute wieder ein bisschen Mission. Ja. Hey, mein Herzfeind ist in der Sitzung, geil, ich kann mir die Leute abknallen. Scorpion, ich komme! Erscheinen reicht, das andere will keiner wissen. Nee, nee, warte. Kein Kommentar jetzt einfach. Ich bin heute einfach nur Pilot und Fahrer. Ey, das üben wir nochmal, Yvonne, oder? Würde ich sagen. So. Willst du doch irgendwas sagen? Erstmal kurz und knapp überfahren. Ja, dann würde ich sagen, laden wir uns mal ein oder werden wir mal eingeladen, ne? Ja, ich muss aber gerade erstmal noch ein paar Erziehungsmaßnahmen bei Yvonne durchführen. Die Züchtigung, ne? Ja. Eingeparkt. Uff. Ja, sind wir quitt. So. Mist. Wie kann ich nur diesen immensen Hintern verpassen? Das kann man jetzt auch anders verstehen. Das sollte man so verstehen. Möchte jemand einsteigen in meinen schönen Heli? Nö. So, ach ja, Yvonne muss ja noch hier, ich muss ja noch dein Dings hier annehmen da. Wo war's denn? Nee, auch nicht? Da. Nee, du hast mich noch nicht eingeladen zu deiner Firma. Ich hab dich eingeladen. Ist schon wieder weg wahrscheinlich. Ich hab keine Einladung bekommen. Den kriegst du noch mal eine. Wer schießt da? Keine Ahnung. Ich mach gar nichts. Ich bin total lieb. Nein! Ich stehe nur hier rum. Ach doch, da unten jetzt seh ich's. Ah, okay. Bist du unsichtbar? Hallo? Kleiner Spaß. Hey, können wir loslegen? Ja. Wo ist Kev? Na dann starte mal eine Mission. Ja, ich muss dann erstmal in der Werkstatt. Nehme ich ins Auto, okay. Alter, was habt ihr denn mit mir jetzt gerade? Ich werde gerade nur von Ventus gejagt. Hör doch auf! Alter, was denn?
Alles deine Schuld. So, jetzt bin ich ruhig. Ey! Verdammter CFO-Spieler! So. War was? Ich bin nicht mal der Chef der Vereinigung hier und bin als erstes an der Sache hier, wo es gleich losgeht. Schlecht, schlecht, einfach schlecht. Ich hab nur einen. Ist ja nett, dass du mir das Auto da lässt. So, haben wir dann irgendwie. Ich warte ja nur auf. Ich auch. Scheffeln. Nichts passiert, alles gut. Ja, sei froh, dass gegenseitiges Eliminieren ausgeschaltet ist bei ihr. Ich hab dich trotzdem eben eliminiert. Ja, da warst du ja auch noch nicht drin, ne? Doch. Nein, warst du nicht. Doch. Nein. Oh, Alter, geht die mir auf den Sack gerade die Wände. Ich bin gleich tot und. Ich hab's geschafft. Verdient. Ja? Oh, Alter, Leute, was macht ihr denn? Nix, ich hab's der Polizei lang in die Luft gejagt. Mann, ich hab noch nicht mal was gemacht. Du hast dich vorher umgebracht. Das ist eine Organisation, Jörn. Ja. Ja, das ist Mitarbeitervertrei. Verbringt Zeit oder vertreibt Zeit hier. So ein Teambuilding. Alle bringen Rico um. Wow. Ich sag's nur. Ah, die Chefin ist da. Da kann ich ja mal langsam klatschen. Platz gleich. Die hat's mal geschafft. Mann, Mann, Mann. Ja. Ab unter Tisch mit dir. Redest du mit Yvonne? Na, mit dir. Nee. Das ist nicht meine Aufgabe. Kannst du aber auch. Nee. Doch. Das übernehmen Leute, die sich von Frauen Autos klauen lassen und von anderen überfahren lassen. Also du. Okay, soll jetzt irgendein Auto reparieren, aha. Ja, das musst du aber nicht machen. Du musst da Geld bezahlen, dass der Wagen quasi neu ist und dann kriegst du aber da nochmal 30.000 bis 20.000 mehr dafür. Aber du musst halt die Wünsche des Kunden erfüllen. Das kennt die Bonn schon. Das kennt die Bonn schon. Die Wünsche des Kunden erfüllen. Das ganz dumm. Da kümmert sie sich später drum. Oh. Ich habe jetzt gerade euch Schreihälse am Hals. Oder wollt ihr das machen mit mir? Das Auto. Ja, machen wir. Von vorne weg, okay. Mein Gott. Ich schon mal da so. Die aber... kuschel ich erstmal mit ihm. Simon, hast du gerade gefragt, ob wir das What mit the dir fuck? Machen wollen? Warum ist die Lobby jetzt auf einmal so voll? Die haben dich gerochen. Wir waren eben noch zu fünf. Ja, so, eine, okay. Jetzt sind wir 20. Die haben gerochen, dass hier eine Frau aktiv ist. Da mussten sofort alle gleich kommen. Ja. Also eigentlich müssten wir alle drei denselben Wagen haben, komplett in Schwarz und hier einfach vor dem Ding stehen und warten. Schön, wie du das machst, Yvonne. Habe ich überhaupt mein Handy ausgemacht, tonmäßig? Ja, Ton ist aus. So. Geht's dann los mit der Mission, oder? Wollte gerade sagen, es fehlt immer noch die Einladung. Auto für dich machen. Na, Yvonne spielt hier noch mit den Farben rum. Das weiß doch eine Frau, die hat was Neues hier stehen jetzt. Dann muss erstmal. Oh, nee, die Farbe nicht. Nee, die passt nicht zu meinen Schuhen. Ah, nee, das ist weiß nicht mit dem Kleid. Ja. Geht ja noch auf Kundenwunsch. Und das Rot. Nicht. Das Rot passt nicht zum Schlüpper, ja. Hängt von der Woche ab. Bei Rot? Weißt du, bei Rot die bestimmte Woche?
Lackierung ja. Ultrablau, give it Storbin. Warum der Scheiß denn überhaupt so? Ich war beim Suchen. Das habe ich auch gesucht. Ja, mit Ultrablau, was? Bitte schön. Ach, Ultrablau, ich habe Ultrabraun verstanden. Da hätte ich jetzt was ganz anderes gesagt. Zack, braun. Upsi. Sprachgetriebe ist. Oh, Federung. Kräne. Das da. Federung willst du doch haben? Die Sportfederung. Ja, also ich finde die Federung gut, Ivan. So. Komm, komm doch einfach mal ab, ne? Es kommt immer drauf an, was. Was das? Hä? Das was, was das? Hi. So. Yvonnes gelbes Auto steht hier drin. Reifen. Installiere neue Felgen, okay. Felgen. Sind hier noch jetzt. Sport. Und dann kann ich hier den abliefern, oder was? Hier fährt auch gerade ein Dreierteam rein. Und dann müssen wir das abliefern, oder wie? Ja, also sie muss es abliefern. Es sei denn, sie hat Mitarbeiter, dann kann sie es auch abliefern lassen. Hat sie ja. Sie darf halt keinen Unfall bauen dabei. Sie muss den Wagen unfallfrei hinbringen, sonst wird ihr Geld abgezogen. Fahrzeug liefern. Ja, fertig. Ah! Ja gut. Toll. Was? Direkten Schaden von 500 Dollar. Ich weiß ja nicht, was ihr da draußen treibt. Das ist ja gegen die Wand, gegen den Pfeiler gefahren. Hat dann erstmal so ein Stoppschild mitgenommen. Jetzt doch nicht einfach. Soll ich fahren? Ich muss abbiegen, aber ob der mich rein, yay! Könnt ihr euren Corona-Abstand nicht halten, oder was? Das sind Autos, Trottel. Hast du gerade Trottel zu Yvonne gesagt? Oha. Das ist ein Autofahrer. Weiß ja, wer drinnen sitzt, ich sehe es ja nicht. Blasphemie. Oh, Frau am Steuer. Blasphemie. Was? Gott, wo musst du dir denn hinliefern? Sechs Kilometer noch was. Wohin? 6 Kilometer, okay. Bringe das Fahrzeug zurück da zum Kunden. Ja, hat da. Ne, ich lieg doch nicht. Das wird schon tut. Wer auch immer da gerade in meinen Twitch-Chat geschrieben hat, ich kann es leider nicht lesen. Ich habe gerade nicht offen, also bitte nicht wundern, wenn ich da jetzt nicht drauf eingehe, was das geht. Aber danke fürs Schreiben. Du kannst mir auch deinen Twitch-Chat sagen, dann kann ich es erzählen. Ich kann ja deinen Sprach-Chat spielen.
Alter, was macht denn... Ach, das ist Kev. Wollte ich fragen, was für Sachen macht denn die KI hier? Das war ich jetzt nicht. Also, das Fall. Ich hatte den von hinten gerammt, ja, aus Versehen, aber auch nein. Nur. Nein! Nico, was machst du das denn hier? Muss man dich anleihen, oder was? Ja! Anleihen? Was ist das bitte, anleihen? Leinen. Anlernen, meinen Sie vielleicht? Anleinen. Ja, anleinen, das ist, bist du, Markus, das ist dein Part. Ja, aber bei schön ihr mit der, schön mit der Hundemaske. Das weiß ich nicht. Sieht aber schon cool aus, wie so alle drei ineinander fahren. Ah ja, jetzt nicht mehr. Ich hatte vier. Ah, war ja klar. Ich werde dich für die Aktion mit dem Heli rächen. Ja, hast du vorhin schon gemacht. Nö. Du hast dich schon mal aus der Polizeiwagen hochgejagt. Ich mir ehrlich geklaut habe. Das war nicht deiner. Der Polizeiwagen gehört im Staat. Ja, Kev auch. Ich bin am Staat, aber ich gehöre nicht zum Staat. Oh. Da war ein Motorradfahrer am Weg. Einfach Straßenrennen hier. Ich muss nur sicher gehen, dass ihr den Abstand einhaltet hier. Das wird... Boah. Ja, dieser scheiß Zielfilm. Das üben wir nochmal, Enrico. Das wird irgendwann besser. Boah, wie die fahren. Das war du hast keine Bremsen installiert. Vergiss das Auto ist gepanzert, da kannst du nichts machen. Warte, ich hab gar nichts gemacht. Nee, du hast auf mich geschossen. Nein! Ich hab die Kugeln gemerkt. Kugeln gemerkt? Ich hab die Leidenschaft von den Kugeln gemerkt. Abgesicherte Reifen schießt. Wow, wir haben sogar Geld bekommen. Ja, immerhin, 59.000. Haben oder nicht haben, nee. So, direkt die... Wieder zur Garage zurück. Ach, geil. Ah, diese Strecks-KI! Wo willst denn du hin? Ich brauche einen Krankenwagen. Keine Sorge, die mit der weißen Jacke, die dich ummantelt, die kommen gleich. Ja, die hab dich lieb, Jacken. Alles klar. Ich werde in eine Organisation eingeladen. Alles ja, klar. Ich auch. Ja, die irischen CEO, ja. Ich hab eingeladen. Nein, danke, wir bleiben lieber unter uns. Aber ich bin doch schon bei Yvonne drin. Ach, es geht um Organisation, stimmt. Ja, das ist ja was anderes. Das kannst du auch organisieren. Oh, die Leitplanke ist jetzt. Ui! Das! Hast du das gerade gesehen? Ja, ja. Das,
das war natürlich alles genauso geplant und hatte ich genauso vor, schon 100 Meter vorher. Das war alles genauso ein. Hier lang kamen wir, ne? Wir sind, glaube ich, über die Brücke oben gekommen, ne? Ja. Können wir ja mal Markierung machen. Genau. Markier mich dich mal da, so. Deine Stelle, deine besondere. Bitte schön. Boah, ich fahre mir aber einen gerade zusammen. Oh Mensch, Yvonne, das ist aber nicht der Schaltknüppel. Sagst du? Da ist ja gerade der Richtige, der auf seiner Seite die ganzen Fenster kaputt hat, ne? Man sagt, dass sie kaputt sind. Die Seite wurde durchgeschossen. Bedank dich hier bei den zwei Chaotis da, die hinter uns herfahren. Ja, nee, ist klar. Jetzt sind wir es wieder schuld. Oder ich. Ja, vor allem Enrico, das Kleinkind der Gruppe. Ja, ist so. Ja gut, das ist richtig. Ja, der ist schuld. Keine Sorge, Enrico, irgendwann kriegen wir dich schon groß. Das sagt Yvonne zu Markus auch jeden Morgen. Entschuldigung, aber das war jetzt nur die Einladung. Machen die zwei dann? Tippen sie Juhu. Ach, gut. Wenigstens sagt sie was zu mir am Morgen. Meinst du außer Horror, verpiss dich und lass mich in Ruhe? Nee, nur gelegentlich, sie hat Migräne, das alles. Dir fällt jetzt aber nicht auf, dass sie das jeden Tag zu dir sagt, oder? Das ist ja nicht wie deine Frau. Wie teuer war dein Headset? 60 Euro. Wieso? 60 Euro. Ja, 56 irgendwas, ja, 55 irgendwas. Okay. Wieso? Nur so. Ist jetzt nicht also ich hab mal für meins mal irgendwie was 30 oder so bezahlt und finde den Klang irgendwie besser als deins. Ja, ich wollte gerade sagen, also für 60 Euro ist es eine sehr mindere Qualität. Es ist ja kratzend manchmal. Öfters. Sobald du ein bisschen lauter redest zum Beispiel, habe ich das Gefühl, mein Ohr platzt. Warte, so laut? Ja, genau. Keine Ahnung, wie es mit den Einstellungen ist. Also wenn du so redest, ist es gut. Ja, ich rede ja so. Er benutzt es ja das erste Mal, vielleicht findet er doch irgendwo noch was, wo er das einstellen kann. Irgendwo. Ja, genau. Ja, das war jetzt so das Maximum, was ich ausgeben wollte für ein Headset. Da gab es welche, welche für 200-300 Euro. Was haben wir denn? Ich sag mal so, das ist sogar noch viel, 60 Euro. Es gibt auch schon welche, die sind günstiger und sind besser. Ich hab für meinen 30 gesagt, was ich hier hab, das habe ich mal für 30 Euro geholt oder so, oder 35. Das habe ich jetzt schon jahrelang und funktioniert immer noch einwandfrei. Ja, dann noch Spieler. Ja, ja. Enrico, also ich bin stolz auf dich, wie du das immer machst. Ja. Echt, Respekt. Ja. Also so Helikopter landen wie du, das kann nicht jeder. Also ja, das ist ja. Weil ich nicht mal gelandet bin, sondern eine scheiß Rakete in den Nacken gekriegt habe. Ja, scheiß Random Spieler. Scheiß Random Spieler. Ich gebe dir gleich mal Random Spieler. Oh, jetzt ist er sauber. Okay, dann sollte ich mal aufhören zu provozieren. Wir dürfen einen Tresor plündern. Warum machst du jetzt mein Auto kaputt? Das stand daneben, es tut mir leid. Ich hab's ja bezahlt. Geht nicht.